LeMay mit der Angabe jetzt und das wäre fast wieder eine Fehlangabe gewesen. Vom Block der Genter ins Aus. Punkt für Schwerin durch Patricia Thormann, 16 zu 15. Und damit der zweite technische Auszeit. Und schon sieht das Spiel ganz anders aus. Erste technische Auszeit beim Stand von 4 zu 8. Zweite beim Stand von 16 zu 15. Und die Farbe im Gesicht von Ture Alexandersen hat sich doch etwas runtergeregelt. Ja, er wirkt ein bisschen entspannter als vor bei der ersten technischen Auszeit oder bei der ersten Auszeit, die er überhaupt genommen hatte, als Schwerin mit 3 hinten lag. Und das ist schon langsam wieder alles in geordnete Bahn, denke ich. Er wird jetzt auch die richtigen Worte finden, dass sie nicht nachlassen, sondern dass sie sich weiter auf dieses Spiel konzentrieren müssen, auf den Gegner. Und dann wird das schon werden. Ja, Parale jetzt mit der Angabe für Schwerin. Schön geholt von Mira Topic. Und Adler Robber hat das Glück, zwischen dem Block bleibt der Hängpunkt für Schwerin. Super gemacht, 17 zu 15. Ja, durch die Tschechin im Team der Schweriner. Guter Block von Hanke und Thormann. Und der Ball zu weit von die Ballgenähe. Und da gibt es den Wechsel auf Genter Seite. LeMay geht aus dem Spiel. Und Lisa Nate kommt rein, die 1,76 große Belgierin. Und auch gleich der Punkt für Belgien. Diesmal hat sie es besser gemacht, die siebte Falkenäher. Diesmal passt sehr haargenau. Punkt für Belgien. 18 zu 16. Ja, das kann man auch mal dazu sagen. Man kann ja tatsächlich sagen, es ist Belgien, weil sie haben nur belgische Spielerinnen in ihren eigenen Reihen. Sie haben vor ein paar Jahren einen Umbruch gestartet, nur noch mit jungen belgischen Spielerinnen zu spielen. Und der Erfolg gibt ihnen recht, denn in Belgien, in der Liga, im Pokal, so wie jetzt auch im Europapokal, bis ins Achtelfinale vorzustoßen, spricht eine klare Sprache. Auch wenn es jetzt den Punkt für Schwerin gibt hier, 19 zu 16. Ja, und sie stehen ja auch in ihrer Liga in Belgien auf Platz 2 derzeit. Und wie schon erwähnt im Vorfeld, am Wochenende das Pokalfinale, das belgische Pokalfinale, bestreiten sie vor 5000 Zuschauern. Also es ist schon eine Mannschaft, die Erfolge vorweisen kann. Ne? Ja, und Janine Völker jetzt zur Angabe für Adler Robber. Guter Block von Thormann und Topic. Und der Block angeschlagen und deshalb Punkt für Gent. 19 zu 17. Schlechte Annahme von Völker. 19 zu 18. Ja, da hat sie den Ball nicht richtig bekommen. Eindeutig ihr Fehler. 19 zu 18. Und das schlägt auf die Nummer 14. Alien Richard. Ja, und wieder der Punkt. Das scheint so ein bisschen das Schweriner Rezept zu sein im ersten Satz. Hanke auf Thormann. Und die angesprochene Patricia Thormann jetzt auch bei der Angabe. Ja. Und der Punkt durch Mira Topic.
21-18. Patricia Thormann. Stangenberührung, Punkt für Schwerin, 22-18. Und die Auszeit genommen von den Gästen. Ja, dessen, können wir auch nochmal aufs Hinspiel schauen. Also, es nimmt eine ähnliche Fahrt an wie das Hinspiel, wo Schwerin den ersten Satz mit 25-21 gewann. Momentan geht es in eine ähnliche Richtung. Kann passieren, ja. Nachdem das noch Mitte des ersten Satzes doch noch sehr ausgeglichen schien, hat Schwerin jetzt erstmals 4 Punkte vor. Und die Auszeit vom belgischen Trainer hat ja auch gezeigt, dass er die Damen nochmal aufwachen muss, um vielleicht doch noch diesen Satz für sich zu entscheiden. Ja, mal gucken, was hier diese Auszeit bewirkt hat. Noch nicht so viel. Punkt für Schwerin, 23-18. Und erneut die Auszeit genommen von Gent. Da haben sie wohl genau das Gegenteil gemacht von dem, was er gerade gesagt hat. Also, und er möchte nochmal anders nachjustieren. Ja, vielleicht war diese Wahl, die er sich da ausgedacht hat, nicht die richtige und hat noch eine andere im Petto. Wir sind gespannt. Ja, wenn Gent hier im ersten Satz noch etwas reißen möchte, dann müssen sie so langsam anfangen. Schwerin momentan nur 2 Punkte vom Satzgewinn entfernt. Ja, und ich muss auch mal sagen, also ich denke mal schon, es ist ein denkwürdiger Rahmen hier für so ein Europapokalspiel. Die Arena hier in Schwerin, Wahnsinn. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich die Fans hier höre, ob das die Gästefans oder eben die SSC-Fans sind. Wahnsinn. Das ist wirklich sehr, sehr gut gefüllt hier die Halle. Und der direkte Punkt von Patricia Thormann und die angesprochene Halle erhebt sich. Abgesehen von den Gästen, denn es heißt Matchball, nee, Satzball. Matchball wäre natürlich ein bisschen zu viel, Matchball würde es jetzt heißen. Wenn es nicht der Challenge Cup wäre, nein, Satzball. Aufschlag durch Patricia Thormann. Und das ist der erste Satz für den SSC, 25-18. Das ist genau das, was ich meinte eben. Jetzt wäre das Spiel eigentlich vorbei, würde man auf Sätze spielen. Spielt man mich, wir sind im Challenge Cup. Und noch kann Gent das Spiel gewinnen. Ja. Und wenn sie das Spiel gewinnen, dann sehen wir noch einen Entscheidungssatz heute. Genau. Ja, die Atmosphäre fast wie im ersten Satz und so wie wir aufgehört haben im ersten, so beginnen wir im zweiten mit der stehenden Arena. In Schwerin 1-0 nach Sätzen für den Schweriner SC im Rückspiel des Challenge Cup. Und wir beginnen den Satz mit der Angabe durch die Nummer 10, Denise Hanke. Und das war hervorragend geholt über Lisa Thomsen, Denise Hanke und Mira Topic. Und der Ball war drinne, sagt der Schiedsrichter gespannt. Nee, der war aus, oder? Nein. An der Anzeigetafel stand erst 1-0 für Schwerin, aber richtige Entscheidung ist von den Schiedsrichtern 1-0 für Gent. Und dann meine Angabe für Gent und die Chance jetzt für Schwerin durch Parade zum Ausgleich. Und der Block angeschlagen, der Ball im Aus, Punkt für Gent, 2-0. Vielleicht noch ein Wort zu den Schiedsrichtern. Wir haben Europapokal und die sind natürlich auch europäisch. Der erste kommt aus Tschechien, der zweite Schiedsrichter aus Finnland. Ja, damit haben wir richtig Europapokal hier.
Und das Erste, was wir erstmal haben, im zweiten Satz, wir schlucken ein bisschen, 0-3. Es beginnt quasi wie im ersten. Und er hat aber ganz genau gepasst, das war nicht gewollt so. Man hat schon gesehen. Langsam beängstigend. 4-0 führt Gent im zweiten Satz. Ja, den Ball hat sie gar nicht richtig getroffen. Sie hat schon die Hände vor den Kopf geschlagen und dann fällt er plötzlich rein. Und das ist der Punkt. Durch Berit Kaufeld zum 1-4. So, nun sitzen die Fans auch wieder, nun kann es weitergehen. Es liegt auf Megatopic. Ja, wo wir bei den Schiedsrichtern waren, natürlich noch den Supervisor aus Polen noch mitgenannt. Dann haben wir das Trio auch komplett und der Punkt jetzt für Schwerin und Megatopic bei der Angabe. Da hat der Block nicht gestanden von Schwerin, aber Miratopic war da. Und jetzt Adlerhofer mit der Chance. Ah, der Block gut aufgepasst auf Genter Seite, auch wenn Schwerin da variabel spielt, wieder guter Block von Adlerhofer. Sehr schöner Ballwechsel. Sehr schöner Ballwechsel von beiden Seiten und mit dem glücklichen Ende für den SSC 3-4. Aber da sieht man auch diese schnelle Spielweise, die auch in der Presse angekündigt war durch Tore Alexandersen. Die Belgier spielen sehr schnell und da mussten die Schweriner sich darauf einstellen und so langsam klappt es wieder im zweiten Satz. Ja, es scheint, als wenn Schwerin ein klein bisschen braucht, um aus den Startlöchern zu kommen. Maja Parale mit der ersten Möglichkeit. Ja. Und Denise Hanke hat lange gezögert, bevor sie sich entschieden hat. Wahrscheinlich hatte sie schon früher entschieden, aber bis sie dann die Auslösehandlung macht, um den Ball zu spielen. Und das hat Adlerhofer diesen nötigen Moment Zeit gegeben, um den Punkt zu machen. Genau, diese Übersicht, die muss man haben, um der Liga europäisch zu bestehen. Das hat sie super gemacht. Punkt für Schwerin, 4-4. Ja, Miratopic bei der Angabe. Ja, beim Stand von 4-4, die Nummer 4 mit dem Netzanbau. Die Fehlangaben bleiben uns auch in dem zweiten Satz erhalten. Obwohl man positiverweise aus Schweriner Sicht sagen muss, das sind nicht ganz so viele wie gegen Münster. Ja, da waren es halt auch ein Haufen mehr, das stimmt schon. Oh. Der Punkt durch Adlerhofer für Schweriner Ausgleich 5-5. Und Kaufeld jetzt mit der Angabe. Ah, guter Block gestellt. Da ist dann der Block gut, der Belgierin. Und ja, Führung erneut 5-6. Ja, Lemay war da hochgestiegen und die hat jetzt auch...